Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir und zwar zu dem Spiel Mafia Definitive Edition. Das ist quasi ein Remake oder Remaster von dem Original Mafia vom ersten Teil. Das Spiel kam raus am 25. Oktober 2020 und ich habe es in einem Sale recht günstig bekommen und deswegen dachte ich mir, komm, dann machst du ein Let's Play dazu, dann seht ihr, wie es ist, könnt euch selbst ein Bild machen. Ja, in diesem Sinne starten wir. So, da gab es eben einen kleinen Absturz, deswegen nochmal und jetzt starten wir. Hui. Also grafisch sieht es schon mal richtig gut aus, auch wenn es hier nur gerade 48 FPS sind. Hoppala. Hart verkackt. Dass das wirklich funktioniert, aber okay.
Ja, ich bin auf dem Weg. Oh weh. Ich beeil mich doch schon, du Hero. Ach so. Auch gut. Gott sei Dank. Meine Fresse da. Mensch. Ja, normale Mensch bleibt bitte auch auf einer Kreuzung stehen. So. Mit Salieris Jungs wollte ich sofort wieder arbeiten. Fühlte sich aber anders an. Als Taxifahrer hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und man denkt auch viel über andere nach. Da hat sie recht. Wollen ja vorsichtig fahren. Das wäre ja gerade eben fast in die Hose gegangen mit dem Motorradfahrer da. Oh. Muss ich jetzt echt warten? Ajo. Cent. 30 Cent, ich werd bekloppt. Ah, jo. Und jetzt? Suche die Straße von Lust.
Straße von Lost Haven ab. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, eine Karte? Ah. Das für ein weißer Punkt da vorne, kommen wir da durch? Tatsächlich, da kommen wir durch. Was ist ein Taxifahren, okay. Wohin? Schnell. Ja, schon kapiert. So, meine Freunde, wir ändern den Titel. Das heißt nicht willkommen zu einem Let's Play von Mafia, sondern willkommen zu einem Let's Play von Taxi Driver. So, wohin jetzt? Wohin? Ios 20. Straße. Hoppala. Schleichen wir uns vorbei. Aha. Haben Sie
Kannst du auch rennen, du Lappen. Verdammt, gehst du jetzt da mal hoch, du Lappen? Schöne Lex. Die Molotow-Väter. Es gibt mal, wir wollen jetzt mal was vom Spiel sehen. Jedenfalls muss ich jetzt los. Okay, komm hier durch. Ich bring dich zuerst zu Vinny. Er ist ein Großmaul, aber Frank und der Don kennen ihn schon ewig. Was macht er? Wir kommen zu ihm, wenn wir etwas Gröberes vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es Also Waffen und so weiter. Sprich mit Vincenzo. Buongiorno, Vincenzo. Will dich kennenzulernen, Tom. Gib mir Bescheid, wenn Pauli dir das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Ralphie ist in der Garage. Er ist sowas wie ein Idiot, aber er kann mit Autos umgehen. Keine Ahnung, wie dieser Schwachkopf Motoren zum Schnurren bringt, aber bei der Sache ist er ein Zauberer. Mhm. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist eine Dreckschleuder. Also, war das hinten im Laster Whisky? Ja, neuer Lieferant. Ihr macht das am helllichten Tag? Normalerweise nicht. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, hat
Autos abfackeln. Deswegen also der Titel, die Molotow-Cocktail oder Molotow-Party. Zieh's Taxi ab. Ja, jetzt. Im Moment will ich nur den Schwein den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Geil. Das ist ja wohl Nostalgie pur. Also wirklich ran kann man hier ja auch nicht. Ich muss X gedrückt halten. Heben war auf, denn Verstecken war. Nimm den Baseballschläger in die Hand, okay. Cool, um den Schläger zu schwingen. Oh.
Hui. So. Welchen Part von unsichtbar hast du nicht kapiert? Okay, wir sind sie los. Bleib unsichtbar, bis sie abdrehen. Jetzt können wir zurückfahren. Was eine Drecksau. Dieses Leben, was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee, mal ist viel zu tun, mal weniger. Mir war kein so sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee, aber haufenweise andere Autos klauen. Und als ich von den Bullen erwischt wurde, habe ich mein Maul gehalten. Und eines Tages habe ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. 10 Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt habe ich einen Anzug und Vinny ist alt. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein, braucht man Verbindungen. Ein Bruder oder Onkel oder... Was ist mit dem Auto passiert, das ich euch gegeben habe? Stehen gelassen. Warum? Hat sich einfach weggeglitscht. Hier ist besser. Ein besseres Auto mit einem kaputten Fenster? Das Schilluft hat noch nie geschadet. Folge Pauli. Ja, wo ist er? Sehen kann ich ihn nicht. Der glitscht sich hier einfach durch. So funktioniert diese Stadt. Okay. Die ersten Tage in Salieris Bar lief nicht viel. Kisten schleppen, Nachrichten überbringen. Die Jungs erzählten Geschichten aus der Heimat. Meist warteten wir einfach. Ich dachte schon, das Leben in Salieris Truppe wäre ziemlich ungefährlich. Das wusste ich schon. Also meine Freunde, das war's von mir jetzt erstmal mit einem Let's Play. Ich find's nicht schlecht. Ich muss nur sagen, die
soll ich sagen, die Programmierung für die Grafik und so weiter finde ich ein bisschen schwach. Ich habe mich nämlich extra im Internet erkundigt bei anderen Laptop, also Gaming-Laptop-Let's Plays und ja, da sah das Ganze anders aus, flüssiger, besser und so weiter. Deswegen, naja. Also im Allgemeinen, ich finde es nicht schlecht. Es ist definitiv eine Umgewöhnungssache, vor allen Dingen eben, weil man halt auch in der Vergangenheit ja ist, in den 30ern. Und ja, deswegen, ich finde es cool. Und mal schauen, wie sich es noch so entwickelt. Vielleicht kommen ja noch Patches, Updates und so weiter. Aber es war mal cool zu sehen, wie das frühere Mafia ist, nur halt als Remake. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Einschalten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und in diesem Sinne, see ya next time, my friend.